So, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transpotfieber. Wie ihr seht, mal wieder als Livestream-Mitschnitt, aber ich verspreche, das wird jetzt die letzte Folge sein, denn ich werde mir jetzt auf jeden Fall Zeit nehmen, diese Folgen außerhalb des Livestreams aufzunehmen. Und zudem habe ich ja, wie in der letzten Aufnahmesession schon gesagt, noch ein paar andere Projekte schon in Planung und auch andere Projekte, die ich auch spielen möchte, aber alles weitere werdet ihr dann in den nächsten Wochen sehen, aber ja, wir beginnen jetzt erstmal hier mit Transportfieber. Wir sind hier, ups, das wollte ich nicht, wir sind hier auf dem TS mit den anderen Spackos, jetzt heißt es wird jetzt ziemlich laut werden. Großes Live-Let's Play war Deponia 4. Wir können jetzt dem Aufzug noch eine Kabine geben. Und dann die Kabine ist wie so ein Garagentor nach vorne ausschwenken, wenn wir unten sind. Du weißt schon, was die Kabine gestern so bewirkt hat. Ich will's nicht riskieren. Nicht riskieren? Nee. Du hast jetzt vier Einzelne. Oh, wir sind wieder in, wir sind in der Folge. Hallo. Ja. Hallo, Grissomatik. Also so ein Verwandter. Sollen wir einen anderen Channel, um die Folge nicht zu stören? Können wir, ja. Zieh mich mal. Hä, warum? Ihr könnt doch hier bleiben. Also nur, ja? Quasseln Juli und ich einfach nur. Ihr könnt hier bleiben, mich juckt es nicht. Okay. Alles gut, Nico. Ja, nee, ist nur das sind wir inzwischen ja gewöhnt, ja. Ist ja inzwischen. Ich bin ja gewohnt, dass bei euch so ein Scheißdreck kommt. So, geh mal weg, danke. Ich wollte ja eigentlich. Naja. Das. So, da sind wir auch schon. Warte, muss ich kurz aufbauen. Con ist auch im Stream. Ja. Hört sich zumindest mal so an. Streamception. Streamception wäre, wenn ich meinen Stream abfilmen würde und er meinen. Also er meint, ich sein. Und ihr euch somit eigentlich nichts anderes seht, außer Twitch, das Twitch filmt und Twitch filmt. Das ist dann wieder Twitch abfilmt, was dann Twitch abfilmt. Oh Mann, ich will's. Das wäre dann. Was? Was labert ihr da für ein Scheiß? Das wäre nicht Streamception, sondern Twitchception. Egal. So, was labert ihr da für ein Müll? Nichts. Unnütz. Ach stimmt, ich war jetzt stehen geblieben, da habe ich meine Intercity-Strecke gebaut. Güterlinien habe ich ja mittlerweile alle eingerichtet. So, Achtung, ich gehe hoch. Doch, ja, ich baue mir gerade eine kleine Treppe für die Rückseite. 1, 2, 3, 4. 5 7 9. Na, seit wann kommt bei dir nach 5, 7? 5, 6, 7, 8, 9, Mann! Seit Juli aus der Grundschule ist. Alter, was ruckelt das gerade? Bei dir ruckelt's doch immer. Nee, in letzter Zeit eher weniger. Anscheinend aber wieder mehr. Der Streamer an sich läuft ja flüssig, nur das Spiel nicht. Juli, ich will deine Grafikkarten. Nö. Wart doch mal den Patch ab und dann. Als ob die da jetzt so großartig viel rausholen werden. Weiß ich nicht. Optimismus. Was das denn? Das hat nichts mit Optimismus zu tun, sondern Surrealismus. Oder sogar Fantanist. Wie heißt? Elefanten. Was? Ach, das war was anderes, oder? Vielleicht. Was haben Elefanten jetzt mit Fantasie zu tun? Nico, ich weiß nicht, das Wort, dein Wort hat sich so nach Elefant angehört. Unter die Plattform, okay? Oh, nee, irgendwas mit Fun. Meine Controller. Nein, den Controller da.
Den. Fantasie und rosa Elefanten. Ja, unter Plattform. Ja. Wer die Disney-Filme geguckt hat, wird wissen, wovon ich spreche. Wie groß denn soll denn so eine Bauarena sein? So, dass du das Fahrzeug bauen kannst. Ja, aber... Ja, aber... Ja, keine Ahnung, wie groß das wäre. Ja, so groß wie bei dein Beats. Fahrzeug kann maximal so groß sein wie der Aufzug. Das weißt jetzt du. Läuft es, komisch. Ja, aber vielleicht auch noch ein paar Testfahrten oder sowas. Ach so. Warte, so, Du willst ja dein Fahrzeug testen, bevor es... Nico? Das... Ja? Kannst du bitte das einmal verbinden? Ah, ne, das krieg ich nicht hin, das verbinden. Das ist, da bin ich zu weit weg beides mal. So, wir richten heute einfach mal eine weitere Buslinie ein. Und die Busse stehen schon im Stau. Was gibt's da zum Lachen? Ging ja schnell. Quasi Flixbus in real life. Ja, so in. So in etwa, ja. Ach du Heilige, ist hier viel los. Stimmt, ich muss jetzt erstmal Signale setzen. Ach du Heilige. Nico, wie lange dauert es, bis die Tür zu ist? Welche Tür? Die Tür. 5 Sekunden. Du kannst aber auch noch langsamer machen. Kannst kaum erwarten, bis ich mal meine Leitung hier hochstelle, dann ruckelt wenigstens die Internetleitung nicht mehr. Die Internetleitung ruckelt. Ich glaube, so passt besser. Con, was hast du heute Mittag genommen? Die Internetleitung kann nicht ruckeln. Ich hab die Tür nur langsamer gestellt. Es tut mir leid, dann läuft der Stream wieder flüssig. Von mir? Dann kommt das Signal flüssig bei mir an. Aha. Hallo Yoshi. Hallo. Ich versteh nicht, was ich mach. Ach Gott, sag mir fix. Muss dich klar und deutlich ausdrücken, damit es der Meister Kallenbach versteht. Je langsamer deine Verbindung ist, beziehungsweise umso mehr sie belegt ist, umso weniger kommt durch. Das müsste bei dir doch auch ankommen. Hä? Nee, das kam jetzt nicht durch. Ja. Ich versuch mal was. Junge, mach doch die Straße da gerade weg! Ah! Wo ist das schreiende Murmeltier, wenn man es mal braucht? Junge, ich... Alter! Nico, kannst du das Ding da oben mal bitte connecten? Moment. Was kann ich? Das mit der Tür disconnecten, oder was? Mach mal bitte die Tür kurz auf. Ich kann nichts mehr tun. Hallo Data! Du hast einen Knopf hier disconnected. Seit wann bist du mit der Meisterschule durch? Was? Hey, was? 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 Yoshi, was laberst du da schon wieder? So. Guck mal. Fabi, guck mal. Ey, Fabi. Was? Oh. Fabi, guck mal. Neue Freizeitbeschäftigung. Ach ja, der Moment war... Schlag den Hammer. Ach so. Naja, nee, den Meistertitel ist in Transportführer? Ein Block weg, dann geht's schneller, dann geht's besser. Ach du Heilige. Ist besser? Was ist das denn? Ist das Murmeltier? Wieso lässt er das laufen?
Weil du auch gerade laut geworden bist. Was ist jetzt so witzig, oder? Ja, ich verstehe es nicht. So witzig. Leute, Alter, ihr Busse, seid ihr alle so behindert oder tut ihr nur so? Nee, es sind nur die Busfahrer. Immer sind die Busfahrer schuld. Da stehen jetzt 20 Busse hintereinander! Nein, nicht die Spaßmap. Oh, jetzt war es die Spaßmap beschrieben. Hoi. Puh, das war knapp. Ich hab natürlich Fenster offen und das Geklopfe. Nein, du hast eine Ruhekarte geschrieben. Was? Was hab ich geschrieben? Was macht es jetzt? Was macht es jetzt? Was? Doch, ich hab ihn nur runter. Gott. Ich hab ihn nur runter bestellt. Beschlebt. Nico, schau mal kurz, warum es gerade nichts macht. Moment. Oh, jetzt macht's was. Beschlebt mal wieder. Gruß von Likon. Ja, kommt die heute noch, Yoshi? Da kennt er sich am besten aus. Hm? Ja, da war ja was. Nein, Chrismatik, er hat immer noch Likon als Mod, nur Nico. Warum sollte Julia einen anderen Moderator haben? Wie kommt er jetzt drauf? Habe ich gerade versucht zu antworten. Nein! Ja, ich weiß, aber. Doch! Ja, ich weiß, dass das. Wir sitzen im Büro. Okay, jetzt wird's kompliziert. Also die Tür wird so breit, das reicht. Ja, was wird denn jetzt so kompliziert? Ich möchte gern Moderator. Nein. Ach du Heilige, was kommt denn jetzt alles? Ich möchte nicht gern Moderator. Was? Nico, das. Nico? Hä? Das ist jetzt ein bisschen komisch. Ich glaube, wir sollten eher mit Sensoren arbeiten. Weil? Was hast du denn jetzt wieder kaputt gemacht? Alles. Mach mal die Tür zu. Was? Oh, Stau. What the fuck? Wait, what? Mach Tür auf. Doch, da gibt's wirklich einen neuen Moderator. Juri! Hä? Du hast Scheiße gebaut! Warum? Wer ist? Wer ist das? Kitty Cat ist doch, Annika. Stimmt. Vielleicht? Nein. Ach du Scheiße, hier staut sich's ja nur. Nico, wir müssen das komplette Programm umschreiben. Schau dir mal die Tür an. Der ist nicht offen, die muss jetzt aber auf. Scheiße, warum ist Yoshi immer so schlau? Bin den Aufzug gerade runtergefahren? Naja. Mal Juli, benutzt du eigentlich auch Flugzeuge? Ich hab die Karte vor 6 Folgen gestartet. Ja, was weiß ich? Bei dir ist immer eine andere Karte dran. Das ist die Season 2 Karte. Was? Ah. Weißt du, ich nochmal die Unlimited-Karte. Ist der Chat absichtlich nicht sichtbar? Ja, weil es die Season 2 Karte ist. Nur eine Frage. Wie sind ihnen da voll? Tschüss. Ah. Das war der Stein. Nein! Ah, ich habe um einen Block verkackt.
So. Das Geld haben wir. Was wird das denn? Ja, viel Spaß beim Geschichte lernen. Bis später. Oh, wer es glaubt. Hilf mir mal bitte kurz. Ich hatte erst Geschichte lernen müssen. Oh, okay, Leute, es ist. Ich weiß. Nee, okay. Und zwar, fürs Let's Play. Du kommst ja eigentlich nur von oben, oder? Für die Let's Play-Aufnahme lasse ich den. Lass ich den Ventilator noch aus, aber dann nach dem Livestream, da kannst du mir so viel rauschen, wie ich will. Oh. Ey, hier ist. Wir haben. Puh. Lass mal. Einen Schalter im Aufzug, der steuert alles. Einmal das erst. Die, also dass wenn wir... Moment. Dass wenn wir oben sind, dass erst die Tür zugeht und der runterfährt. Die Punkte sind ja mit Dingen verbunden, oder? Was Dingen verbunden? Ja. Was für Dinge verbunden? Die Dinge sind die Dinge mit Bugel. Ja! Guck mal, Nico, du bist auch nicht der Hellste, oder? Heute nicht, nein. Der ist ganz schön dunkel heute. Ja. Wenn das nicht rassistisch war. Nein, hoch. Ich will auch hoch. Also warte, ich steck fest. So. Jetzt wieder runter. Oh, wir haben den großen schon. Kann man sich dran kommen. Ja. Boah. Mahlzeit. So, dann das dann einmal. Fortsetzen, ja. Na. Was willst du machen? Und noch einen dazu. Hoch. Ich glaub, du vertust dich, Janni Boy. Und runter. Was vertut er sich? Ja, und wie wird der fünf Frauen regiert, als ob? Gib nur zwei. Ja, Punkte. Genau, Yoshi. So. Hoch. Ich fahr hoch. Das sind leider im Moment die britische Premierministerin und Angela Merkel. Und runter. Das ist eine Busspur, liebe Leute. Warum stehen da Autos drauf? Hallo, auf der Busspur stehen mehr Autos wie auf der normalen. Hä? Dann brauche ich auch keine Busspur machen. Es gibt so einen netten... Warte, Julia, Moment. Es gibt so einen netten Mod, da kannst du noch auswählen, was für Fahrzeuge auf der Straße drauf fahren dürfen. Da kannst du dann sagen, auf dem Straßenbereich darf kein Auto 90 fahren. 90 nach blau und... Er hat aber schon irgendwie recht. Bei uns beispielsweise rot. In Hagen, da darf kein einziges Privatauto auf einer Busspur fahren. Das ist... Wenn man doch sowas in einem Spiel anbietet, muss man das doch irgendwie programmieren können und sagen, auf der Busspur fährt kein Auto. Jetzt zu, Nico. Ja, ich weiß. Juli, da hast du schon recht, wie gesagt, das ist irgendwie... Fahr mal kurz hoch, okay? Ja. Moment! Wobei, du musst ja mitberechnen, das Spiel kommt jetzt. Aus der Schweiz. Aus der Schweiz? Ja, in der Schweiz darf man das höchstwahrscheinlich auch nicht. Weißt du das? Die sind ja immer bei allem ein bisschen anders. So, geht doch. Und jetzt, wenn du runterfährst, dann... Warte. Boah, lol, was? Nico. Gut. Ja, du kannst es nicht an einer bestehenden Straße machen, das ich ist weiß, ja der was Kack. Das Problem ist, du hast jetzt nur eins gemacht und nicht die anderen abhängig von dem einen gemacht. Stimmt. Ach du Heilige, jedes Jahr kommen da neue Sachen. Nur zwei sind schon solche Autos, oder? Mach ich jetzt bitte? Also. Okay. Das Problem kriegen wir ganz leicht gelöst. Nehmen wir die Ansteuerung auf die Strecke hier hinten. Nehmen wir einfach irgendein Lager noch. Haben wir eigentlich noch Schulden? Ja. Wir sind schon bei 100 Millionen. Ich weiß doch, wir haben doch einmal im Stream eine neue Karte angefangen. Und ich bin da einfach nicht ins Plus gekommen. Keine Ahnung, was wir da gemacht haben. Alles falsch. Anscheinend. Was ist denn Linie 1 eigentlich? Nico? Wir hängen fest. Moment. Ja, du hast wieder alles kaputt gemacht. War ja klar. Dieser Ruf, Nico, hä? Wir hängen fest. Oh, da hinten stehen ein paar viele Lebensmittel. Ganz verwundert, ich habe einen mutigen Zuschauer. Oh. Einen. Einen. Moment, dann.
Mindestens genauso einfache Problemlösung. Wie viel hab ich? 12. Du hast ja auch ein bisschen mehr Fame. Weil das Einzige, was hier falsch liegt, ist die Mauer dazwischen. Und einfach die Mauer wischen und dann passt's. Welche Mauer? Die hier. Da war der Schalter dran. Und der Schalter ist halt weg. Nico! Du löscht die Mauer, wo der Schalter, der alle Steuer dranhängt. Da ist noch so ein Schalter, da ist noch so ein Schalter, da oben ist noch so ein Schalter. Der da oben ist nicht angeschlossen, by the way. Ja, egal. Die Steuereinheiten sind ja noch und. Wir brauchen was, dass der Aufzug überhaupt hochfährt. Wir brauchen hier oben einen Schalter. 7? Wenn du da oben bist, ist er ja normalerweise oben. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Weil du musst ja hochfahren. Ach ja, kleiner Funfact am Rande. Mein Vermieter hat das jetzt endlich mal auf die Reihe bekommen gekriegt, dass bei mir Rauchmelder installiert werden. Was? Wow. Ist das ja seit 1. März Pflicht? Ja, nur die Sache ist, der spricht sich ja nie mit mir ab, weil ich denn Zeit habe. Der sagt, ja, dann kommen, dann und dann kommen die. Nico, willst du das jetzt wirklich nur als einen Gang machen, wo dann alle dran sind? Ja, warum nicht? Wie hast du, wolltest du jetzt wirklich 4 Aufzüge bauen? Ich hätte davon jetzt 4 Stück gebaut und fertig. Boah. Wollte ja gerne meine Arbeit eigentlich behalten, aber naja. Sehr schön. Wenn du so viel Geduld hast. Ja, liebe Freunde, das war's mit der Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Mich würde es freuen, wenn ihr da wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss. Oh, der war echt.